Ein Unbekannter hat mir in der Hotellobby einen Drink spendiert. Als ich dann näher zu ihm kommen wollte, war der Mann schon weg. Aber er ließ eine Serviette auf dem Tisch liegen, auf dem seine Zimmernummer stand. Ich war neugierig und beschloss, nach oben zu gehen. Und so habe ich Ron kennengelernt. Er schien ein intelligenter und lustiger Typ zu sein. Wir verbrachten die Nacht zusammen. Am nächsten Morgen stürmte eine Frau in unser Zimmer. Wo ist mein Mann? Ich dachte, sie hätte sich im Zimmer geirrt. Schatz, was machst du hier? Aber es stellte sich heraus, dass Ron verheiratet war. Und zwar nicht mit der nettesten Person. Neben dieser Frau sah der selbstbewusste Mann, den ich kennengelernt habe, wie ein verängstigtes Kind aus. Wirf diesen Schwachkopf sofort hier raus. Hörst du? Ich war mir ziemlich sicher, dass Ron das nicht tun würde. Aber ich habe mich völlig geirrt. Ich stand nackt im Hotelflur und wartete, bis die beiden mit dem Streit aufhörten und mir meine Sachen zurückgaben. Unten gibt es eine Schar von Reportern. Was hast du dir dabei gedacht? Sie war mehr um ihr eigenes großes Ziel besorgt, als um den Betrug ihres Mannes. Du hast versprochen, dass ich die First Lady werde. Vermassel das bloß nicht. Aus ihrem Gespräch habe ich verstanden, dass Ron irgendein Politiker ist und an einem Wahlkampf teilnimmt. Als ich meine Sachen wieder anhatte, lief ich runter in die Lobby. Es gab dort viele Reporter und Aktivisten mit Plakaten. Das Gesicht meines neuen Bekannten war überall zu sehen. Es stellte sich heraus, dass sein Name Michael und nicht Ron war. Der Feigling hatte Angst, mir seinen echten Namen zu sagen. Wegen dieser Erniedrigung wollte ich mit ihm Schluss machen. Deswegen nahm ich ein Plakat und schrieb mit dem Marker etwas darauf. Plötzlich ertönte der Lärm der Menschenmenge. Ich bemerkte, dass der Politiker in die Lobby gekommen ist. Er stand neben seiner Frau und hielt selbstbewusst eine Rede. Seine Worte waren schrecklich. Eine Wohlstandsgesellschaft kann nur auf traditionellen Familienwerten aufgebaut werden. Ich mag Regenbogen, aber nur nach dem Regen. Als ich das hörte, wusste ich, dass ich richtig handelte. Deshalb hielt ich das Plakat hoch. Aber es gab dort noch viele andere wie mich. Die Leute haben mich nur bemerkt, weil ich über einen weiteren heuchlerischen Unsinn des Politikers lachte. Die ganze Menschenmenge starrte auf mein Plakat, worauf stand: Ich habe mit ihm geschlafen. Er ist doch nur ein Hater. Werf den hier raus. Michael, steh da nicht einfach so da. Sag allen, dass es eine Lüge ist. Der Politiker war verwirrt. Ich sagte, dass ich Ron lieber mochte als Michael. Ich hätte für Ron gestimmt. Plötzlich ergriff mich die Wache und zerrte mich zum Ausgang. Aber dieses Mal setzte sich Michael für mich ein. Stopp! Lasst ihn los. Er sagte, er habe lange Zeit eine Maske getragen und vorgetäuscht, eine andere Person zu sein. Jetzt will er es hinter sich bringen. Meine Frau will First Lady sein. Aber ich will nur ich selbst sein. Michael gab zu, dass die Aufschrift auf dem Plakat wahr sei. Er bat seine Frau, ihm die Freiheit zu geben. Die Wähler schätzten seine Ehrlichkeit und er gewann.
Du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, so zu tun, als wärst du ein anderer Mensch. Aber am Ende stellt sich dann heraus, dass du gar nicht gelebt hast.